Das Besondere ist, dass man viele Sachen hört, die man später aus Tosca kennt oder auch La Bohème. Also ich finde wahnsinnig spannend, wie er seine Musiksprache entwickelt. Ich hatte wirklich das große Vergnügen, muss ich sagen, dank Bertelsmann, also wieder in das historische Archiv nach Mailand zu reisen. Und es ist ja eine Schatzkiste. Also das ist unglaublich, was sich da alles befindet. Und mir dort die Originalpartitur anzuschauen. Und da sieht man also, wie er durchgestrichen hat, wie er Sachen dazugeschrieben hat. The score that we know today is in fact the 1905 version. And thankfully, the material that everyone needs to study to be able to understand both the compositional process, the thought of the composer, the dramaturgical changes that he made, is all housed right here in the Archivio Storico Ricordi. Für mich als Künstler ist auch das so etwas Besonderes, wenn man erstmal in Berlin das singen darf und dazu ein so seltenes Stück von Puccini, sowieso ein von meinen Lieblingskomponisten überhaupt. Ich mag diese Rollen, die etwas sind, was man selbst nicht ist, dann ist das immer eine große Herausforderung, sie sozusagen auf die Bühne zu stellen. Ja, das finde ich sehr spannend. I characterize Edgar, dissolute, always looking for the next thing. Grass is always greener on the other side, changeable, erratic. It's a very hard role to sing. It requires a lot of stamina. And I feel like someone who's about to take on a marathon, I suppose, with a sprint at the end. Es ist toll, dass Sie alle heute Abend hier noch gekommen sind, um mit uns diese großartige Berliner Premiere dieses wunderbaren Edgar zu erleben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, wirklich bei Bertelsmann, dass Sie das so großzügig unterstützen. Das ist natürlich eine Ehre und da bin ich wahnsinnig dankbar auch für. Ich bin extra aus Wien angeflogen. Ich wollte mir das nicht entgehen lassen und bereue es nicht, dass ich gekommen bin. Wirklich ein vorbildlicher Umgang mit dem musikgeschichtlichen Erbe. Era molto emozionante, molto bella. Ich habe nur noch heute gedacht, dass ich richtige Entscheidung getroffen habe, dass ich hier gewesen bin.